Wir sind zu Besuch beim Schafmeister Agrarservice in Lemgo. Begrüßt werden wir von Disponent Tobias Löhr, der uns das weitläufige Betriebsgelände zeigt. Weit über die Kleinstadt hinaus sind nicht nur die großen blauen Güllewagen bekannt, sondern der große, vielfältige Fuhrpark. Auf dem Gelände ist neben einer betriebseigenen Werkstatt, mehreren Maschinenhallen und einem modernen Bürogebäude auch eine Waschhalle untergebracht. Das Lohnunternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und konzentriert sich heute im Hauptgeschäft auf das Ausbringen von organischem Dünger. Als Schafmeister ist immer neueste Technik zu finden. Ja, ich bin Tobias Schafmeister. Ich bin hier bei uns in der Schafmeister Agrar der Geschäftsführer und habe das vor ca. 20 Jahren mal gegründet. In den letzten 20 Jahren haben wir uns entwickelt. Mittlerweile haben wir 65 Mitarbeiter. Vor ca. 2,5 Jahren diesen Standort hier neu gebaut. Seit auch ca. 2 Jahren sind wir in Sachsen-Anhalt unterwegs, führen da Dienstleistungen aus und der Betrieb ist stetig am Wachsen. Doch mit Wachstum gehen Herausforderungen einher. Das Geschäft hat sich enorm verändert. Da braucht es neben guten Mitarbeitern vor allem auch eine gute Planung. Der Schafmeister Agrarservice ist Kunde der ersten Stunde von Agrarmonitor. Tobias Löhr, bei der Firma Schafmeister, Disposition für landwirtschaftliche Dienstleistungen. Schafmeister Agrar macht für mich besonders, dass wir bei dem Kunden flexibel sind, wir eine hohe Schlagkraft bieten können und wir als Team quasi gute Arbeit bei dem Kunden abliefern. Ich habe den ganzen Tag mit Agrarmonitor Kontakt, da ich von der Auftragsannahme bis zu der Auftragsdurchführung bzw. Nachgespräche mit dem Kunden immer mit Agrarmonitor zusammen oder mit dem Programm arbeite. Ja, mein Name ist René Fiener. Ich bin hier Disponent für den gewerblichen und landwirtschaftlichen Güter-, Nah- und Fernverkehr zuständig. Agrarmonitor erleichtert mir das Ganze, indem ich die ganze Disposition alles über Agrarmonitor mache. Das heißt, die Fahrer, die bekommen in Echtzeit von mir dann die Aufträge von Auftragsnummer bis was die laden sollen, wo es hingeht, bis hin zur Streckenführung, dass ich denen sagen kann, fahr so die Strecke und die Strecke, das kann ich denen alles mit reinschreiben. Nicht nur die Software wird im Lohnbetrieb genutzt, auch die Marketingdienstleistungen von Agrarmonitor sind ein fester Bestandteil der Zusammenarbeit. Das Schafmeister Corporate Design wird konsequent umgesetzt und weiterentwickelt. Gemeinsam entwickeln wir eine Marketingstrategie, pflegen die Webseite und entwerfen sämtliche Printmedien und Werbeartikel. Unser Kundenbetreuer ist Lars Brackhage. Der Kontakt zu Lars ist flexibel, super. Sobald wir Fragen haben, mit dem Programm irgendwelche Schwierigkeiten haben, können wir Lars mobil sofort erreichen. Er ist immer für uns zuständig und die Hilfe ist sofort gegeben. Definitiv, ja. Die Gäres- und Gülleausbringung ist bei uns in dem Unternehmen eine besondere Dienstleistung, da wir im Prinzip das ganze Jahr mit der Dienstleistung zu tun haben. Wir versuchen immer schlagkräftiger, bodenschonender, flexibler für den Kunden agieren zu können. Wir nutzen die GPS-Tracker von Agrarmonitor, haben die in allen selbstfahrenden Maschinen, die einen Motor besitzen, verbaut, um weitere Kontrollen über die Maschinen, die Auslastungen zu haben, schnell Zugriffe zu haben, um Probleme zu beheben. Und da haben wir einen guten Ansprechpartner mit Julian, der immer flexibel uns die GPS-Tracker in die Maschinen verbaut, sobald wir neue oder ältere abgeben. Der kümmert sich darum. Ja. Tobias Schafmeister hat die rasante Entwicklung des Unternehmens nie bereut. Auch nach über 20 Jahren ist er noch immer Unternehmer mit Leib und Seele, der sich auch gerne selbst nochmal auf den Schlepper setzt. Wäre da nur die nötige Zeit. Langfristig sehe ich unsere größten Aufgaben in der Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterbindung, dass wir den Mitarbeitern einen interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz bieten und dass die Mitarbeiter Spaß haben, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und somit gute Arbeit für unsere Kunden abliefern.